Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Heute werden wir mal was, ich sage mal, fast Unkonventionelles machen. Wir machen heute Brisket, aber nicht so, wie ihr es kennt. Wir machen eine wunderschöne Rinderbrust in Olivenöl. Hört sich komisch an, oder? Ist aber super einfach, schmeckt richtig, richtig lecker und solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobiert haben. Wie das geht, was ihr dazu braucht, zeige ich euch jetzt. Zack, Zutaten, Freunde. Und ihr seht, das ist wirklich heute richtig, richtig übersichtlich. Das ist nämlich ganz, ganz einfach und schnell zusammengeschmissen, kommt dann auf den Grill, dauert eine ganze Weile, aber wird super, super lecker. Wir brauchen natürlich Brisket, also in dem Fall hier, guck mal, eine wunderschöne Rinderbrust, geordert bei den Fleischrebellen, ist ein 2 Kilo Stück. Das macht sich perfekt für so eine Geschichte. Mit einem 5 Kilo Fullpacker oder sowas wird da jetzt nicht anfangen, aber wenn er kleinere Stücken Rinderbrust kriegt, dann ist das geil zum Konfieren. Konfieren ist, kommt übrigens aus dem Französischen, ne? Heißt eigentlich garen im eigenen Fett oder in Olivenöl in dem Fall. Und da kommen wir auch zu unserem zweiten Hauptdarsteller heute, Freunde. Ihr wisst es, Leo Olivenöl, meiner Meinung nach das beste Olivenöl auf dem Markt. Und ich bin nicht ganz alleine mit meiner Meinung, denn auch dieses Jahr wieder ausgezeichnet. DLG Silber Award. Wir haben den Global Olive Oil Award Berlin in Silber. In London haben sie auch nochmal Bronze gewonnen. Also das Zeug ist wirklich gut, Freunde. Auf jeden Fall mal den Link in der Box unten auschecken. Leo Olivenöl kann man mal machen. So, des Weiteren brauchen wir noch ein paar große Zwiebeln. Ich schreibe euch das genaue Rezept unten Rinder. Ne? Wir brauchen ein bisschen Thymian, ein bisschen Rosmarin und etwas Knoblauch. Das war es eigentlich auch schon an der Hardware. Noch ein bisschen Gewürze von der Spice Bar und zwar in dem Fall Berliner Schnauze und Graf Koks. Auch damit heute sehr, sehr übersichtlich. Eigentlich habe ich alle. Nee, mein Bier fehlt. So, Bierchen ist da. Ne? Cheers auf euch. Jedes Bier schmeckt besser aus dem 030 Barbecue-Glas. So, Werbung Ende. Los geht's. Na, zack, zur Vorbereitung. Auch wirklich ganz, ganz einfach. Also, ihr habt hier euer wunderschönes Brisket, eure Rinderbrust. Die hat auf der einen Seite noch den kleinen Fettdeckel drauf. Der hält sich aber in Grenzen. Da machen wir auch nichts mit, außer dass wir den mal ganz kurz hier wieder schachbrettmäßig einschneiden. Ja, da müssen wir jetzt aber keine Wissenschaft draus machen. Das bleibt eine ganze Weile in unserem köstlichen Olivenöl liegen. Da geht das alles weg, Freunde. Das schmilzt dann quasi letztendlich. Und ihr habt ein wundervoll saftiges Brisket. So, eingeschnitten ist das. Jetzt würzen wir die ganze Schose noch. Und zwar einmal mit Graf Koks. Ja. Ja, grundlegen. Und Berliner Schnauze für das Raucharoma. Wir haben ja letztendlich sonst keinen Rauch dran, ne? Ja, ist ja alles im Öl, also schaffen wir uns dadurch den leichten Barbecue-Geschmack. So schön eindrücken und das Ganze machen wir jetzt bitte von beiden Seiten, also ordentlich Gewürz ranbringen. Guck mal, ich würde sagen, das ist eine leichte Vorbereitung, oder? Also schön alles eingewürzt. Die Geschichten hier, na gut, haben wir ja schon geschnitten. Knoblauch geschnitten, Zwiebeln geschnitten, das ganze Grünzeug hier wird nochmal kurz angeknickt. Damit da ordentlich was rauskommt. Ja? Schön hier peitscht hier. Wir wollen richtig Geschmack dran haben an der ganzen Kiste. Ja, sortieren wir uns ein bisschen um. Ein bisschen was zur Seite, damit wir draufschmeißen können. Und jetzt kommt hier Olivenöl rein. Freunde, wie gesagt, nehmt da bitte gutes Olivenöl. Am besten Leo, direkt aus Griechenland, Kalamata. Die werden da von Hand gepflückt quasi und sofort verarbeitet. Da habt ihr ja keinen Verlust dran, ne? Und das ist wirklich, wirklich gutes Zeug. So, aber jetzt genug vom Olivenöl gequatscht. Da brauchen wir jetzt tatsächlich eine ganze Menge. Deswegen lassen wir jetzt hier erstmal ein bisschen reinlaufen. Guck mal hier, der Grundpool steht. Und da lassen wir jetzt mal unser Fleisch schon mal ansitzen. Auf der Fettseite, Freunde. Schön eindrücken. Und jetzt müssen wir so viel Olivenöl ranbringen, dass das, sage ich mal, fast bedeckt ist. Können wir ein bisschen breit machen. Guck mal, wir gehen ja schon in die richtige Richtung. Ne? Der eine oder andere wird jetzt wieder sagen, so viel Olivenöl dafür verschwenden. Aber glaubt mir, Freunde, das ist keine Verschwendung. Und ihr könnt das Olivenöl nach der ganzen Geschichte auch kalt werden lassen, durchsieben und dann auch wundervoll als Gewürzöl verwenden. Das hält sich dann auch noch ein bisschen. Also wir schmeißen hier nichts weg groß. Ne? Also, restliche Olivenöl aufgießen und dann gucken wir, wo wir stehen. Die letzten Tropfen auspressen. Wir haben jetzt hier drinne knapp über einen Liter, also 1,25. Ne? Wenn ihr eine Form habt, in die das ein bisschen besser reinpasst, braucht ihr auch nicht so viel Olivenöl. Ne? Aber so ist das gut. Alles fast bedeckt. Grill vorheizen und aufstellen.
Der Bräuking läuft und zwar indirekt eingeregelt. Also ich habe den rechten und den linken Brenner an auf kleinste Stufe. Wir fahren ungefähr 150 Grad. Wenn ihr ein bisschen drunter seid, ist auch nicht so schlimm. Und da kommt jetzt unser ganzer wunderschöner Brisket-Braten in Öl rauf und macht jetzt mal ordentlich Whirlpool hier, würde ich sagen. Ne? Also Deckel zu, Thermometer gleich noch rein und dann warten wir einfach mal ab, bis wir auf einer Kerntemperatur von 92 Grad sind ungefähr, also Brisket-Temperatur. Das wird eine Weile dauern, seid gespannt. Ja, zack, Zeitsprung, Freunde. Die ersten 2 Stunden sind um. Es duftet hier schon fantastisch. Das ist wirklich unglaublich, der Geruch. Wir gucken mal rein. Ja, da ist schon ein bisschen was passiert. Ne? Wir sind jetzt bei 60 Grad Kern. Wir wollen ja auf 92 kommen, deswegen dauert das auch noch ein bisschen länger. Freunde, habt ihr denn schon mal was konfiert, also was in Öl gemacht? Ich glaube, wir hatten da schon mal ein Schweinefilet, verlinke ich euch mal hier oben. Ist auch sehr, sehr lecker geworden, deswegen glaubt mir, das hier ist ein Träumchen. Was wir jetzt machen, ist einmal den ganzen Kameraden drehen, ja, damit wir die Fettseite oben haben und noch ein bisschen mehr Schutz fürs Fleisch. Zack, ja, komm. Sehr schön. Deckel wieder zu und weitermachen. Mal gucken, wie lange es dauert, bis wir auf 92 angekommen sind. Ja, zack, Freunde, erneuter Zeitsprung. Es waren jetzt exakt 4 Stunden. Und guck mal, wir sind bei 92 Grad angekommen. Hat gerade gepiept hier. Oh, das sieht fantastisch aus, oder? Die Zwiebeln haben ordentlich Farbe gekriegt. Unser Brisket hat eine schöne Farbe. Thermometer raus und Brisket aufs Brett. Das lassen wir jetzt noch 5 Minuten ruhen, machen unser Brötchen dazu und dann wird aufgeschnitten und die essen. Und während unser Fleisch ruht, machen wir noch mal kurz die Brötchen ein bisschen brauner. Also schnappt ihr euch was von diesem köstlichen Öl. Schön hier ruf hier strichen. Ja. Und kurz antoasten. Zack. Guckt euch dieses wunderschöne Stück Fleisch an. Und wir haben hier richtig Wobble, Schwabbel. Wir schneiden einfach mal durch, ne? Um zu gucken, wo wir hier gelandet sind. Schmatzt auf jeden Fall ordentlich. Ha? Ah, ha? Das sieht gut aus, oder? Saft ist da. Wir werden mal ein kleines Scheibchen hier abschneiden. Was ihr natürlich nicht habt, ist der Rauchring. Ist ja klar, war ja auch kein Rauch dran. Aber ja. Kann man machen. Noch ein paar Scheiben abschneiden und ein Brötchen fertig machen. Oh, guck mal hier. Hä? Schön Zwiebeln auf die olle Schrippe gepackt. Ein bisschen Barbecue-Soße. Könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Ich habe jetzt hier die Sweet and Sticky von Stokes. Gibt es bei uns im Shop. Ne? Auf jeden Fall auschecken. Schöne Süße und eine Schärfe vom Meerrettich drin. Ne? Da legen wir uns jetzt schön Fleischruf auf unser Brötchen. Oh, guck mal. Ja, nicht sparen. Ein bisschen Barbecue-Soße. Na, das wird aus der Flasche jetzt schwierig, wa? Komm. Nicht zu viel. Zack. Deckel ruf. Runterdrücken und genießen, Freunde. Ah, Brisket aus dem Öl in der Schrippe. Oh ja. Super soft. Und klasse Geschmack. Kann ich mir hinlegen. Himmlisch. Also ihr seht, man kann ein Brisket auch auf dem Grill machen. Einfach in Öl eingelegt. Braucht man ja nicht immer einen Smoker. Ist eine geile Variante auf jeden Fall. Solltet ihr mal ausprobieren. Checkt auf jeden Fall die Seite von Leo Natural aus. Geilstes Olivenöl der Welt. Für mich. Ja, und dann kriegt ihr sowas hier auch locker gebacken, würde ich sagen. Ne? Wenn es euch gefallen hat, macht das nach. Ballert Kommentare über ein Like und Abo. Würde mich freuen. Facebook ballern, Instagram ballern. Unseren Shop auschecken. Ihr wisst Bescheid. Das war Bobby 03 Barbecue. Ich bin draußen. Brisket ist da. Ne? Wir sehen uns am Grill.